besteht auch schon bereit. Das ist natürlich jetzt nochmal was sehr Besonderes, weil zwei Piloten aus einem Team antreten, meine Damen und Herren. Ja, aber trotzdem, das möchte ich auch nochmal deutlich machen. Natürlich treten hier die Piloten gegeneinander an, aber insgesamt ist das Ziel von Cybertron eben ein einziges großes. Und ich glaube, dafür kämpfen alle Teams und alle Piloten, nämlich die Forschung und Entwicklung von alltagstauglichen Assistenzsystemen voranzutreiben. Cybertron ist die Plattform dafür. 2016 gab es den ersten Entführung und 2020, meine Damen und Herren, ist der nächste. Dafür können Sie sich ab Januar Karten sichern, können gerne kommen, freuen wir uns natürlich. Das ist der große Cybertron mit allen Disziplinen. Hier bei Cybertron Experience sehen Sie natürlich nur einige Teildisziplinen. Und jetzt eben die Disziplin mit den Armprothesen. Der Countdown läuft und wir schauen, wie unsere Piloten das Rennen bestreiten. Meine Damen und Herren, Sie haben wieder das akustische Signal gehört und jetzt ist hier Bert schon zum zweiten Mal auf Track 1 dabei. Auf Track 2 ist Claudia aus dem gleichen Team, die hat ihn eben noch angefeuert und jetzt muss sie selber zeigen, wie gut sie sich hier vorbereitet hat. Natürlich geht es auch darum, sich hier ein bisschen was vorzubereiten. Wir haben gesagt, unsere Aufgabe orientieren sich an den Herausforderungen. Die im Alltag begegnen, besser gesagt. Aber da würde ich wahrscheinlich an manchen Aufgaben dann doch anders herangehen. Zum Beispiel diese Tasse hier, die er jetzt sehr erfolgreich greift. Da hat super geklappt, nichts übergeschraubt. Wir haben gesehen, diese runden Kugeln da, die stehen also in so einer Tasse, da ist ja meistens auch was drin, in der Regel ein Tee oder sowas. Und hier grünes Lange geht hoch. Für Bert, der hier gerade wirklich das Campus vorlegt. Aber nochmal ganz kurz zu der Tasse. Oder nicht zu der Tasse, sondern zu Claudia. Denn die hat auch die grüne Flagge bekommen und hat somit die volle Punktzahl. Beide haben hier 101 Punkte schon gesammelt. Es ist auch noch ordentlich, weil sie können sich wirklich hier Zeit lassen, Ruhe bewahren. Ich glaube, das ist für alle Piloten wichtig. Denn natürlich, meine Damen und Herren, ist es hier trotzdem so, dass alle unsere Piloten angespannt sind, dass sie die Sache gut machen sollen. Und dann ist es natürlich ätzend, wenn sowas passiert, wie dass ein Reißverschluss dann mal eben hakt oder so. Dinge, die einen normalerweise nicht aus der Ruhe bringen, die können einen hier doch schon ungemein stressen. Von daher freuen wir uns, wenn unsere Piloten hier den verdienten Applaus von Ihnen bekommen, meine Damen und Herren, wenn sie die Aufgaben hier so wunderbar meistern, wie unsere Piloten das gerade sehen. So, wir sehen, dass Claudia hier besser macht, genauso wie Bert. Jetzt kann man mal gucken, wer hier besser im Haushalt ist. Ich glaube, es sind beide gleich. Genau, vielleicht nochmal für Erklärung, die Gegenstände in Blau, die jetzt diese Wäscheklammern, mit der das T-Shirt festgemacht werden muss, muss mit den Wäscheklammern aufgehängt werden. Und die Wäscheklammern in Blau darf man wirklich nur mit der Prothese anfassen. Alles, was blau ist, so sind die Regeln, darf ausschließlich mit den Prothesen getroffen werden. So, und ein Applaus hier für Bert, meine Damen und Herren, der die zweite Aufgabe auch ebenfalls super gemacht hat. Ich schon die erste, jetzt sammelt er gerade die Gegenstände ein, die er für die dritte Aufgabe braucht und sich aufgeben. Wieder aus dem Alltag rausgegriffen und genau das Gleiche macht jetzt auch Claudia. Sie hat auch einen kleinen Applaus bekommen. Eigentlich ist sie einfach viel größer und verdient. Ich habe es nicht angesagt, denn sie hat ebenfalls die Punkte bekommen. Wie ich gesagt habe, beide sind gleich mit dem Haushalt, beide haben Punkte geholt. Und jetzt sammelt sie eben die Gegenstände ein, die auch Bert eben schon eingesammelt hat. Denn das wollte ich noch sagen, auch das haben wir nah am Alltag. Ja, da haben wir uns am Alltag orientiert mit den Aufgaben hier bei Cybertron Experience. Im Normalfall, im Alltag, ist es ja auch nicht so, dass immer alles bereit liegt, so wie man es gerade braucht. Da muss man sich die Gegenstände zusammen einsammeln und dann hier dann dahin transportieren, was man braucht. So, meine Damen und Herren, es ist dann Zeit. Alle können hier mit Ruhe fahren. Und nein, da hat Claudia Kleinigkeit vergessen, mal sehen, was sie vergessen hat. Sie holt es gerade. Ich glaube, das war der Nagel. Na klar, der
gelassen. Ich glaube, da erkennt man, meine Damen und Herren, wie groß die Anspannung ist. Normalerweise war das bei den beiden immer so, dass eben der Claudia die Berge gesagt hat, ruhig bleiben, du hast Zeit. Oder eben der Claudia schon gesagt hat, ruhig bleiben, du hast Zeit. Jetzt übernehme ich das mal. Es ist noch frei, beide Minuten haben mir ein super Handling. Genau. Der letzte, den wir da hatten, war dann auch eben dann so gut drin.
andere Anspruch, dass wir so nach dem Alltag ganz schnell die transportieren, das kann ich nicht. Also ich freue mich wirklich wieder, aber jetzt nochmal zu dir, Bert. Du hast mir ja gesagt, dass auch die Jugend ganz wichtig ist, dass es immer besser ist, wenn wir auch auf die Jugend gehen. Für die Schere. Ist ein Unterschied. Also ist zwar ein kleiner, aber. Ja, guck mal, muss ich jetzt hier irgendwas machen? Ja, seit drei Jahren. Wir können uns gleich hier angucken, wie. Ja, und dann? Nein. Der Kopf läuft.